liebe Leute, willkommen zurück zur letzten Ausgabe dieser Lieferung. Das ist die 49. Dann haben wir schon wieder 6 Hefte verarbeitet. Dann schauen wir mal, was wir hier so drin haben. Wieder eine ganze Menge Kabel, wie es aussieht. Ja. Und andere Sachen. Machen wir das Ganze mal auf und schmeißen das Ganze mal raus. Schwuppdiwupp. Und die Schrauben auch noch. So, alles raus, alles weg. Autsch. Hey, der Müller frisst gerade meine Hand. Mal gucken, was wir hier drin haben. Wieder so ein schwarzes Kabelchen. Wieder ein bisschen zusammengedrehte Kabel. Oh, dann wieder da diese schwarzen Kabelbinder. Schauen wir, ob wir die brauchen können oder machen wollen. Das weiß ich, wie gesagt, noch nicht. Und ein paar Stege, sage ich mal, wo die Kabel immer so eingeklemmt werden. Und noch ein paar Kabelbinder. Noch ein bisschen Kabel. Ganz schön viel Kabel. Noch ein bisschen Kabel. Nochmal Kabelbinder. Und ein paar Schraubelchens. Und diese komischen Dinger hier. Weiß ich auch noch nicht, was das ist. Das schauen wir uns dann gleich mal an. So, dann sortiere ich hier nur noch schnell. Achso, nur noch schnell ins Heft gucken. Üblichen Verdächtigen und so weiter und so fort. Okay. Das sind die, das sind da. Und da wieder mit Kabelbindung. Ja, dann kommen die ganzen, da werden sie dann festgeklemmt und dann denke ich mal, wird man die noch ein bisschen kürzen können. 6 Kabelbinder zusammenfassen. Will ich aber nicht. Ich weigere mich, das zu machen. Jo, gut. Dann fangen wir doch einfach erstmal mit diesen Dingern hier an, die, wo ich sagte, ich weiß, wo die hinkommen. Jetzt weiß ich's. Okay. Gut schneiden oder so, wahrscheinlich. Ja, würde ich mir sagen. Dafür brauchen wir wieder dieses schöne Dingerchen. Und wir fangen natürlich an mit dem Sand. Okay.
Und die beiden außen. Und das sind die IP-Schrauben, die wir hier natürlich zu liegen haben und schon ausgepackt haben. Na klar, du. Weil ich bin ja vorbereitet. So. Eine IP-Schraube. Ein Schraubendreher. Und Schütz passt wackelt und hat Luft. Wieder eine IP-Schraube. Alter Schalaminski. Wer soll da rankommen? Heißt... einmal da Schrauben. Na, Pustekuchen. Nichts mit einmal da Schrauben. Schauen wir mal. Ganz ruhig. So. Haben wir auch dran. Jetzt kommt. Okay. Jetzt kommt erstmal Sachen, die ihr erstmal rauspacken muss. Wie zum Beispiel. Ach, das ist aber so schlecht zu erkennen manchmal. 49F, 49D, 49F, 49F. Ne, 49F nicht. Rot, schwarz, rot und schwarz, ja, sieht so aus. 49F, 49D. Hallo. Mal gucken, ob die alle gleich lang sind. Was ist denn gleich lang? Okay. Die haben etwas kleineren. Und der hat einen etwas größeren, ja, dann ist das wohl 49D.
Was hatte ich jetzt gesagt? 49F, 49D, 49E. Egal. E wird dann wohl dieses hier sein. Jo. Sieht so aus. So. Jetzt wollen wir doch mal schauen, wie das hier so funktioniert. So. Und zwar kommt das Ganze auf diese Seite hier. Und zwar hier durch eigentlich. Das ist alles ja auch nicht so einfach. Vor allem, wenn man hier 1000 so eine Dinger hat. Eins. Nummer zwei. Und Nummer drei. So. Dann sind wir jetzt hier durch. Ja, eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, zumindest bei den Sachen hier, aber der letzte fehlt. Oh, das ist eine also echt, Alter. Warum will denn dieses blöde Ding hier nicht durch? Mann. Oh, ey, kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Hallo? Ich glaube, das war Zeit für eine Pause. Meine Güte. So. Schwere Geburt gewesen hier. Diese Szene des Welches. Zack. Zack. Und da. So, die haben wir jetzt alle da.
Die sollen dann alle hier hinten lang und dann hier oben rüber, aber darum kümmern wir uns später, weil jetzt wird dieses ganze Zeug, was wir hier haben, nämlich angeschraubt. Jetzt wird es ja spaßig. Ich kann euch das leider irgendwie gerade nicht so richtig zeigen, weil echt eng ist hier. Ich muss jetzt mal gucken. So, und jetzt nehmen wir so ein Teil hier. Schauen, dass wir jetzt den ganzen Krempel hier drunter kriegen. Ich setze das nochmal kurz an und dann zeige ich euch das nochmal. Das ist irgendwie nicht mein Tag. Oh Mensch. Okay, ich muss das erstmal ansetzen, Leute, bevor ich hier irgendwas zeigen kann. Das ist ja eine schöne Ecke, was hier an Kabeln dran ist. So, jetzt. Jetzt haben wir hier erstmal da und diese ganzen Kabel jetzt durch. Müsst ihr auch nur zwei verschiedene Schrauben nehmen. Warum das jetzt nun jetzt so ist, weiß ich nicht. Aber auch egal. Dann muss der ganze Krempel noch festgeschraubt werden. So, dann haben wir auch das fest. Jetzt muss dieses Zeugs hier, was ist das denn jetzt hier? Ach nee, oder? Ist jetzt nicht wieder rausgerutscht, das Ding. Oh. Das könnte wild werden. Kurzfristig, ein bisschen.
ist doch nicht wahr, oder? Jetzt kann ich den ganzen Krempel nochmal aufschrauben. Fällt das jetzt nochmal raus oder weiß ich nicht was? Was ist der Zweck? Nein, Quatsch, natürlich nicht. Jetzt haben wir aber alle Sachen hier drin. Rutscht jetzt nochmal raus, dann klatscht das. Ja. So, das haben wir verschraubt. Jetzt. Was wollen Sie denn jetzt dann noch? Ja, sind doch jetzt verlegt worden, oder wie das? Hätten sie sich nicht gleich sagen können, dass diese anderen schwarzen Dinger noch da mit drin kommen? Mann, Leute, 49 Euro, das hätte ich ja wohl noch irgendwie noch hingekriegt. 49C. Und diese beiden Dinger hier. Mit diesen Schnuppelnuppels dran. So. Und wieder dadurch. Und wieder Kampf mit diesen Dingern. Sehen Sie nichts. Damit der Krempel erstmal nicht wieder rausrutscht hier. Das ist doch echt nicht wahr, oder? Die sind so störrig, diese Dinge. Das ist ja noch nicht so ein kleines Loch da, was da ist. Aber trotzdem gehen diese Dinger da irgendwie nicht durch. So. Meine Güte. So, die werden jetzt wie verlegt über diese Dings rüber. Okay.
Gott, oh Gott, das ist ja wieder halt für mich hier, ey. So, gar nichts. So, ihr werdet hier sehen, da kommen die Dinger irgendwie jetzt ran und da kommt jetzt dieser Kleine mit einer AP-Schraube. So, ich setze das erstmal wieder kurz an hier. So, auch fixiert. Okay, jetzt. Was ist denn jetzt passiert? Okay, wo ist das Ding jetzt abgegangen? Da ist er dran, da ist er dran. Hier ist er dran. Ich ahne ja schon schlimm mit, aber. Ja. Mehrfarbig. Jetzt ist mir dieses komische Ding hier. Von diesem Teil hier abgegangen. Heißt. Wieder rein mir fuddelt werden. Ja, ist das dieses auch, ja, mehrfarbig, ja, okay, damit mir das einfach nicht nochmal passiert, kommt jetzt hier Sekundenkleber rein und dann ist das auch schon erledigt. So, ein bisschen Sekundenkleber und dann geht das schon. So, liebe Leute, jetzt habe ich das Ganze wieder fixiert hier mit Sekundenkleber. Jetzt wird das Ganze hier ja, so weit so da ran gemacht.
wieder mit Kabelbinder, mache ich aber nicht. Muss ja meiner Sache treu bleiben. Also werde ich das Ganze jetzt hier wieder mit Kleber fixieren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich die ganze Sache hier so ein bisschen fixiert. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt mache ich die andere Seite. Und dann müsste ich nur noch vorne alles festmachen. Und dann sind wir hier auch schon durch. Sind jetzt die beiden Sachen hier, die jetzt, die werden aber hier oben lang geklebt, wenn ich das so richtig sehe. Ja, die gehen da oben lang und kommen wo raus? Und die kommen auch hier in der Mitte raus. Ich glaube, man muss da wirklich immer eins nach dem anderen machen. Sonst hat man null Chance. So. Okay. Das dazu. Jetzt wird das Ganze mit einer GP und AP-Schraube wieder hier alles fixiert. Wir müssen aufpassen, dass mir nicht wieder alles hier flöten geht. Müsstet mal wieder hier erstmal fixieren. Okay, nicht alle haben diese große, kleine. Muss man also auch mal drauf achten. So. Ich befürchte ja eher, dass das wieder rausrutscht, weil das nicht so fest ist wie die anderen Sachen hier.
So. Das kommt denn hier ran. Werdet mir erstmal wieder schnell fixieren. Entschuldigung. Und dann zeige ich euch gleich das fertige Produkt. So, da bin ich wieder. Fixiert ist es. Macht das immer nur mit Sekundenkleber, mit so ganz kleinen Bupsel. Nur damit es nicht durch die Gegend hier fliegt. Also. Und so sieht das Ganze denn aus. Jo, so. Dann haben wir das jetzt fertig. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, nur noch... Okay, dann müssen wir jetzt nur noch fixieren, sage ich jetzt mal. Sprich, wir müssen einfach nur mal die ganzen Dinger hier ranmachen. Also diese Klammern hier und hier nochmal und dann war es das schon. Das kann ich ja, damit muss man ja nämlich. So, dann war das auch schon wieder die Nummer 49. Heißt letzte Heft schon wieder. Sprich, wieder einen Monat warten. Also. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen netten Kommentar da, einen Daumen hoch, ein Like und wenn es nicht so viel Mühe macht, vielleicht noch ein kleines Abo. Okay, dann sehen wir uns bei den nächsten Ausgaben. Bye bye, euer Bastler Hannes. Ciao, ciao.